Ich wusste mal, wo das liegt. Ist egal. Oder? Wo liegt das? Ich hab's mal gefunden auf der Karte. Ich habe hier gerade eine Weltkarte vor mir. Ja, keine Ahnung. Okay, Schnee, es muss irgendwo im Norden oder so liegen. Ach, da! Ah ja. Nordöstlich von Island. Ah ja. Oh, schön. Leichtes, schweres Schneeoutfit oder leichtes Schneeoutfit? Also, ich möchte hier nicht, dass meine gute Lara friert, deswegen gebe ich ihr das warme Outfit an mit. Und natürlich die Schrotflinte, weil die Schrotflinte ist für mich die True Meta Waffe. Erinnerst du dich an dieses sündhole Schiff von Amanda? Das Schiff auf dem Grund des Mittelmeers? Ja, genau das. Es gibt noch eines. Die Tizzy Phone liegt an der thailändischen Küste vor Anker. Die wühlen wohl in den Rest, die du zurückgelassen hast. Gute Arbeit, Sid. Danke. Ruh dich ein bisschen aus. Ab hier übernehme ich. Sei vorsichtig. Powerfrau. Junge, er kann's einfach nicht lassen. Brumm, brumm, Bitch. Motherfucker. Ist ja wie gemacht für ein Motorrad. Komisch, ha? Wo ist hier das Relikt? Aha, okay. Ich weiß schon, wo das ist. What the fuck? Check this out. Oh my god, what the hell is this? Oh! Das ist wie eine Rennbahn für Motorräder. Die hatten damals sicher schon Motorräder. Naja. Let's go! Bats! Das Ziel ist jetzt hier nicht runterzufallen und nicht zu sterben. Und die Feinde umzubringen. Oh shit! Oh! Alter, das war brutal. Tut mir leid, Lara. Kollateralschäden. Hoffentlich hast du ja Dashcam dabei. Sie trägt nicht mal einen Helm beim Motorradfahren, fällt mir gerade auf. Das ist sehr leichtsinnig, Lara Croft. Du musst doch einen Helm tragen. Oh shit. Oh shit. Wallriding. Oh, wir sind unten. Perfekt. Love it. Halle der Gefallenen. Valhalla. Odins Halle, in der sich die gefallenen Krieger auf die letzte Schlacht des Ragnarok vorbereiten. Das ist also das Valgrind, das Tor der Gefallenen. Ist dies Tor und es zu öffnen vermögen nur noch wenige. Wo sind die Walküren, wenn man sie braucht? Motherfuckers, die! You can die now. Alter, die Kamera hier ist ein Albtraum. Die Kamera hier ist der größte Albtraum.
Oh, toll. Bitch! Ich knall dich ab! Aus Liebe. Nur aus Liebe. So, jetzt setzen wir die Steinchen in den Turm ein und dann werden wir sehen, was sich tut. Die Steinchen müssen in die Löcher. Und alle. Zack. Bing. Es dreht sich. Eine riesige Salzmühle. Okay. Müssen wir das jetzt nicht irgendwie drehen oder so? Ja, müssen wir. Und zwar auf die richtigen Symbole. Wie zum Beispiel hier. Lara Croft. Zack. Zack. Ha. Ah. Das ist ein bisschen knifflig. Ah, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich finde es so cool, dass sie jetzt in jeder Situation schießen kann. In jeder Situation. In jeder. An der Stange, an der Kante, an der Wand. So. Dann drehen wir das Ding mal auch wieder. Und zwar this one. Ein wilder Nico. Ein wilder Markus. Zack. Lichtstrahl Nummer 2. That's magic. Kam eine Postkarte an? Ich hoffe doch sehr. Das würde mich sonst zu arg kränken. Also, gut. Oh shit, was macht sie denn? Kaum bist du hier. Kaum bist du hier. Es lief alles so gut. Sie ist nicht einmal gestorben. Und dann kamst du. Wieso geht's nicht da hoch? Hallo, Lara? Was machst du denn? Lara, du musst da hoch. Miese Vibes. Ich glaube, ich... Nein, 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 bleib hier. Du hast von mir die Erlaubnis zu bleiben. So, an die Stange. Nach oben und nach oben. Und jetzt nochmal an die Stange. Und an die Kante. Das erinnert mich so voll an den ersten Film. Da hat sie auch so an so einem drehenden Ding rumgekraxelt. Das war aber ein drehendes Sonnensystem und nicht so eine drehende Mühle, so wie das hier. Whatever the hell this is supposed to be. So. Nächstes Zeichen. Mit der Macht von Thors Handschuhen. By the power of Grayskull. Und noch eine Etage höher. Also Höhenangst darf man hier definitiv nicht haben. Aber es ist ja nur virtuell. Ich mag eigentlich keine Höhen, also ich habe wirklich Höhenangst. Aber es ist ja nur virtuell. Oh Gott, jetzt kommen noch solche komischen Dämpfe da raus. Oh, gefährlich. Oh shit! What the fuck? Oh shit! Runter! Okay. Schnell weiter. Gott, Lara. Pass auf! Wie sollen wir jetzt wieder hier runterkommen? Du wohnst in den Bergen, aber hast Höhenangst.
Okay. Ja, da muss man ja auch nicht mit der Angst leben, dass man runterfällt. Außer man, ja, besteigt einen Berg, aber das mache ich ja nicht. Ich gehe nur wandern. Das ist harmlos. So, wie kommen wir jetzt wieder runter? Habe ich schon mal gefragt, oder? Hätte sie das Tor nicht einfach sprengen können? Oh, Valhalla! Na egal. Mach mal den altmodischen Weg. Oh, shit! Oh, das war eine Abkürzung. I guess. Ah ja, das geht ja doch recht easy. Hey, Niklas! Buh! Du bist ja schon seit 7 Monaten ein treuer Fan. Wie geht's? Wie steht's? Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, shit! Alter, ich dachte, sie stirbt. Ich dachte, sie stirbt. Runter, runter. Einmal im Kreis. Zur nächsten Stange, bitte. Mit ganz viel Fleiß. Und jetzt zur Kante. Nächste Stange. Jetzt zur Kante. Und jetzt runter. So, da sind wir. Nimm dein Motorrad mit, aber zuerst machen wir das Tor auf. Wir können es nicht einfach aufschieben. Hallo, aufschieben. Mit Thors Handschuhen sind wir stark. So. Schnell aufs Bike. Brumm, brumm. Okay. Stopp. Hier ist das Relikt, glaube ich. Mir geht's gut, ich habe gerade Pikmin 3 durchgespielt. Pikmin. Das mit diesen kleinen Viechern, oder? Tunnelsystem am Ende, kurz vor Eingang zu Thors Halle, Stab mit Hilfe von Steinen links einfügen, betätigen und mit Motorrad zurückfahren zum zweiten verschlossenen Tor. Achso, wir müssen am Ende. Okay. Und diese und True. Mir geht's Bombe eigentlich. Langes Wochenende, hab am Montag frei. Kann mich nicht beschweren. Uah! Fetz! Sackgasse! Bitch! Uah! Tja, mit dem Motorrad rechnen sie nicht. Dammit! Ich hab mich festgefahren! Okay, das ist Ende. Das ist Tor. Aber da ist, glaube ich, ein Secret. Boah. Die Fahrphysik hier ist ganz gut. Sehr realistisch. Ich fahre zwar kein Motorrad, aber so stelle ich mir vor, dass ein Motorrad sich so fährt. Bang. Warum will eigentlich dieser eine Typ immer was... Ihr wisst doch diese Story von dem einen Typen, der mir andauernd was verkaufen will, oder? Ja? Er ist zurück. Nein, es hat nicht gereicht, dass er mir Parfüms verkaufen wollte. Er versucht jetzt... Ich habe geschrieben, dass ich heute Patronen für meinen Füllfederhalter gekauft habe. Ja, ich habe einen Füller. Ich finde einfach, es schreibt sich besser. Fährst du ein Auto? Ja, fahr ich. Also jetzt zurzeit nicht, aber normalerweise schon. Naja, und dann meinte er so, was? Du hast einen Füller? Und ich so, ja, er schreibt sich angenehmer. Und dann er so, okay, wie wär's mit einem Kugelschreiber oder einem radierbaren Kugelschreiber? Und ich denke mir nur so, Bitch, nein, nein. Lern es endlich! Ich will von dir nichts kaufen! Ich schreibe irgendwie dir mit Kuli, sieht irgendwie schöner aus. Ja, achso, Fülle sieht schön aus. Ja, gut. Also ich mag halt Kugelschreiber nicht, weil sie absolut
ein mieses Schreibgefühl haben. Bis auf ein einziges Modell, das ich bisher probiert habe, das ist wirklich super. Das schreibt sich wirklich gut für einen Kugelschreiber. Aber ja, mein Gott, das ist halt dieser Pelikan. Der hat so eine richtig schöne gefederte Miene und so. Nico ist halt auch, nein. Ich habe gesagt, nein, ich will nichts kaufen. Wohl eher Buyout. Der versucht mich zu sellouten. So, wie soll ich jetzt diese Stange da ins Loch kriegen? Das muss mir jetzt mal einer erklären. Wie soll das gehen? Ach so, mit dem Stein dort. Alles klar. Okay, werfen. Bitch, stirb. Zieh. Endlich. Mann, Lara. Die Wand hochlaufen? Nein, das kann sie nicht. Sie kann nur von Wand zu Wand springen. Aber die Wand hochlaufen kann sie nicht. Die Musik ist toll. So, jetzt aber. Zack. Und zack. Achso, jetzt ist das Ding wieder weg. So. Moment. Haltet ein. Was macht die andere Stange da? Dasselbe? Oder das gleiche? Testen wir es mal. Wir kommen sicher von hier an. Dann kommen wir nicht. Okay. Also, ich glaube, diese Stange öffnet das Tor zum Relikt. Und wir müssen zweimal rechts, links, zweimal rechts und wieder links. Also, zweimal rechts, links, zweimal rechts, links. So, zweimal rechts, links, zweimal rechts, links. Gut, schnell. Schnell! Rechts! Und nochmal rechts. Und links. Ah! Und nochmal rechts. Und rechts. Und jetzt links. Und wieder zweimal rechts. Oh, Sackgasse. Oh, da ist es ja. Perfekt. Wir haben's. Wir haben's. Yes. I love it. Und jetzt raus hier. Weiter im Text. Also hier links. Nee, halt. Wohin? Orientierungsverlust. Ach, nein, doch nicht. So. Nun. Die nächste Stange. So. Oh, was das spannend, das Spiel. Ich weiß gar nicht, was die nächsten Level überhaupt sind. Ich glaube, wir sind schon relativ am Ende. Ja, ich glaube schon. Ja doch, wir sind schon relativ am Ende tatsächlich. Oder? Doch, doch. Sind wir. Crazy, huh? Ach so, jetzt müssen wir das... Ah, okay. Ja, easy.
Da kennen wir ja den Weg schon. Einfach nur geradeaus. Let's go. Zum Motorrad. Was ist denn da oben? Egal. Egal. What? Wie schnell muss man da denn sein? Das waren ja gerade mal 5 Sekunden. Das waren ja gerade mal 5 Sekunden. Wie so ein schlechter Sex. Okay, dann platzieren wir das Motorrad jetzt nochmal ein bisschen optimaler. So, dass wir hier gleich straight so drüber hoppen können. Huch. Ach, scheiße. Ma, scheiße. Jetzt ist die dumme Kiste wieder weg. Ma. Ich hasse es. Bitte. So. Das muss jetzt aber auch laufen. Das muss jetzt richtig funktionieren. Da müssen wir richtig schnell sein. Alter. So schon mal gar nicht. Ich glaube, selbst schlechter dauert 30 Sekunden, oder? Ah, weiß ich nicht. Okay. Mann! I hate it. Please stop. Stop this right now. Ja. Oh mein... Schnell! Oh mein Gott! Schnell! Ah! Oh mein Gott, das war nur ein Secret. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so verarscht gefühlt. Noch nie in meinem Leben habe ich so verarscht gefühlt. Das war nur ein Secret. Nur ein Secret. Like, I never felt my disappointment is immeasurable and my day is ruined. Okay, dann nehmen wir den normalen Weg. Was auch immer der normale Weg sein soll. Achso, die Wände natürlich. Aha, na, wer ist denn da? Ein paar Wikinger. Cool, ich mag Wikinger. Zack. Und tschüss. So. Da ist noch einer, guck mal. Oh. What the fuck? Oh, oh mein Gott, die Hämmer schwingen. Oh mein Gott, alles bricht zusammen. Spring! Und in Deckung gehen. Und weiter. Oh Gott. Hoch. Hoch. Hoch! Ich sagte hoch! Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder Flashbacks von Anniversary. Ja, ja. Bleib unten. Ich ignoriere dich einfach. Tschüss. Sie hat sie ihn nicht hochbekommen. Ja. Scheinbar nicht. Lara, jetzt aber hoch. Oh mein Gott, sie macht's nicht. Ach so, sie muss noch da. Oh, bitte. I'm sorry, Lara. Jetzt mache ich alles richtig. Jetzt mache ich alles richtig. Das war beim ersten Mal cool irgendwie. Nach da. Und jetzt runter. Und jetzt. Jump! Before you die. Ha. Au. Ha. Ja.
Wie können diese Hämmer ewig schwingen? Sie müssen noch irgendeine Art von Impuls kriegen. Sonst funktioniert das nicht. Das ist Physik. Irgendwann müssten sie aufhören zu schwingen. Bitch! No. Heute nicht. Warum sind hier Riesenspinnen? Das macht keinen Sinn. Nie im Leben können die hier und überleben bei diesem Klima. Was? Lara? Lara, was machst du da? Ich raste aus. Ausrastung. So. Wandsprung. So. Jetzt sind wir hier. Fester Boden. Das will ich. Ich mag festen Boden. Weiter geht's. Das schaffen wir, glaube ich, nicht, oder? Diesen Sprung schaffen wir, glaube ich, nicht. Obwohl, auch den schaffen wir. Den schaffen wir! Geil. Was ist denn hier? Nee, das könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das ist nur optional, ihr Wichser. Da ist eine Spinne. Oh, sie ist runtergefallen. Rest in peace. Also, ich mag zwar keine Spinnen, aber das hat sie nicht verdient. Das war ziemlich grausam. Ich habe sie einfach von der Kante geschossen. Lass dich fallen, würde ich sagen, oder? Alter, was macht sie? Ist sie lebensmüde? Also, offensichtlich ja, aber... Ich frage trotzdem, weil es mich immer wieder fasziniert. Oh, shit. Fall runter. Tschüss. Diese Spinnen können nämlich gefährlich werden, wenn man gerade am Klettern ist und sie beißen einen, fällt man nämlich runter. Und das ist nicht gut. Weil dann machen wir Plumps. Das macht dann Aua. Genau. So. Wieder weiter. Boah, sogar einen Salto hat sie gemacht. Sie ist so extra. Sie ist wie mein Olivenöl. Nativ und extra. Hoch da. Das ist ein Medipack. Nice try, Spider. I think I spider. Okay. Was ist hier? Spinnen. Tschüss. Ganz ehrlich, diese Spinnen können wir gar nichts. So. Ah. Ein Mechanismus. Ach so, offensichtlich müssen wir einfach nur nach oben. Ich trottel. Aha! Stangen! Oh, da ist eine Kette. Ha! Ah! Da, 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 da. So. Geil. Wir haben es geschafft. Oh shit, was sind das denn? Das sind Rollen. Die können uns brutal umbringen. Wenn wir nicht aufpassen. Ha. 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 Was macht das jetzt? Ah, wir können einen Hammer. Oh Gott, wir müssen einen Hammer. Let's go. What the fuck, Alter? Ist das Metal oder was? Ist das Metal? Schwedermäuse! Und eine Spinne auch noch. Geil. What the fuck? Alter, wie abgefahren ist das bitte? Wir müssen jetzt irgendwie an die andere Seite des Hammers kommen. Oder an die Kante. Dieses Spiel ist richtig Metal. Lara, du musst jetzt da weitergehen. Lara, was soll denn das, Mann? Mach doch mal, was man dir sagt. Diese Kuh. Sie ist so, sie hat einen eigenen Willen. Was ja auch gut ist, aber bitte nicht in dem Videospiel.
Der Hammer steckt anscheinend fest. Ganz gut. Noch mehr Rollen. Shit, die machen ja Schaden. Gar nicht gut. Okay. Interessant. Wir müssen uns ja mal jetzt hier nach unten. Weil hier alles noch still steht. Wetten, dass es hier gleich alles sich bewegen wird. Wetten? Ich wette mit euch. Wetten, dass sich alles hier bewegen wird. Also so ziemlich sicher. The fuck, das ist eine Spinne. Spinne! Tot. Hast du meine Stimme gerade gehört? What the fuck einfach. Na, hier ist alles tot. Der Mechanismus bewegt sich null. What the fuck? Motherfucker! So. Ach so, deshalb bewegt sich der Mechanismus nicht. Weil ein Stein den Mechanismus blockiert. Es dreht sich alles wieder. Fix. Richtig geil, Mann. Und wieder zurück in den Saal der schwingenden Hämmer. Oh shit, die Rollen bewegen sich ja jetzt. Ist das so eine. Ist das so ein Rollenstudio, was so modern ist? Das gibt's ja in vielen Fitnessstudios. So ein Rollenstudio. What the fuck? Ich höre Spinnen. What the fuck? Aber pass auf. Immerhin stirbt sie nicht sofort. Das ist der Vorteil. Gell? An den Hammer! Ein Ritt auf dem Hammer. Oh Gott, nee. Nicht gut. Ich mag dieses Level-Design. Das ist so geil irgendwie. Es ist so awesome. Wieso sind die meisten Spiele alle scheiße? Oh. So ein Level-Design sieht man heutzutage echt selten. Ich finde das richtig geil. Hui! Gut, ich meine, klar. Die Steuerung, ja. Ist nicht zeitgemäß. Aber ich meine, es ist einfach geil. Das Spiel ist einfach geil. Das muss man mal so sagen, ne? What? Was ist gerade passiert? Ist das so? Naja, nicht wirklich. Es gibt viele gute Spiele, die modern sind, aber... Ich meine, es gibt halt irgendwie, weiß ich nicht, vor allem wenn man jetzt an Tomb Raider denkt, das sind die neuen Teile irgendwie alle so... disappointing. Alles nur Schießereien und... Hauptsache die Grafik ist geil, aber ich finde, das war so die Blütezeit der Spiele, weil da war die Grafik gut und das Leveldesign war auch gut. Underrated. What the fuck? Rest in peace. Wir müssen jetzt nach oben. Also ganz nach oben. Uah. Hüpf!
Bitch. Oh, was ist denn das? Ein Yeti. Vielleicht ist in den Legenden der Frostriesen von diesen Yetis die Rede. Das ist echt ein komischer Yeti. Also so hätte ich mir einen Yeti definitiv nicht vorgestellt. Oh shit. Lara, you done fucked up. Ich habe mich einfach selber umgebracht gerade, tut mir leid. Das war dumme Dummheit. Forgive me. Nein, lass mich in Ruhe. Alter, Bitch, ich kann nichts machen, wenn du mich hier in die Ecke drängst. Du Wichser. Stirb! Verdammt nochmal. Er ist tot. Er ist tot. Die Gefahr ist gebannt. Holen wir uns jetzt Thors Hammer. Dann ist es vorbei für euch. Für euch ist es vorbei. Wir haben 6 Medipacks. Da können wir uns mal eins gönnen, was? Oh shit. So, wir warten. Das wird nämlich sonst nichts. Wir warten. Jetzt! Ah! Love it. Können wir hier nicht um die Ecke? Okay, wir können scheinbar nicht um die Ecke. Können wir uns fallen lassen? Weiß ich nicht. Wir müssen uns hier auf die Plattform fallen lassen, glaube ich. Jetzt! Lauf! What the fuck? Da ist Thors Hammer! Hol ihn dir! Erstmal Film. Der mächtigste meiner Söhne. Hi guys. Die mächtigste Waffe auf Erden sind endlich wieder vereint. Wenn ich heimkehre, geweckt durch alte Rituale und Mjölnirs Macht, werden wir die Siegel von Helheim brechen und unser beider Schicksal erfüllen. Ich glaube, wir können das Spiel dadurch zocken. Wir sind nämlich fast am Ende. Badass. Was noch wichtiger ist, der Schlüssel nach Helheim, wo immer das sein mag. Es wird Zeit, mit Nadla zu reden. Ich liebe sie einfach. Sie ist so cool. So badass.